Gut, dann erstmal, also ganz offiziell herzlich willkommen allen. Da wir die letzten Male ein, zwei Mal gefragt worden sind, dann am Ende mit, sag mal, wer seid ihr überhaupt, mache ich das doch jetzt einfach nochmal am Anfang, vor allem, weil ich auch ein paar Namen sehe, die ich jetzt noch nicht so sicher kenne. Wir gehören zu Punkfish Diving, also einer kleinen Tauchbasis auf La Palma, auf den Kanaren. Da bin ich hauptsächlich eigentlich immer. Ich bin Vero und Dominik ist so unser Hallo. Haus-Astrophysiker, weil eigentlich sollte doch jede Tauchbasis mindestens einen Astrophysiker haben. Das ist immer sinnvoll, sage ich euch. Wir machen jetzt so ungefähr seit 2 Jahren diese Webinare, mehr als 2 Jahren. Es war eigentlich mal als eine Notlösung wegen Corona. Und es hat aber so viel Spaß gemacht, dass wir es einfach gar nicht mehr bleiben lassen wollen. Andreas, ja, das ist doch so, oder? Also stimmt doch schon, oder? Ja. Gut, wir machen heute das letzte Webinar vor der kurzen Sommerpause, weil den August über haben wir gesagt, machen wir gar nichts. Liegt daran, dass ich im August halt einfach wirklich nicht kann, hoffe ich zumindest. Weil da hier normalerweise es plötzlich Bumm macht und der Laden so voll ist, dass ich abends über alles reden möchte, aber nicht mehr übers Tauchen. Direkt Anfang September sind wir dann auch auf jeden Fall wieder da. Also wir sind nicht auf Dauer weg. Dann jetzt für heute sind wir nochmal bei einem Thema zu den Grundlagen des Tauchens. Das heißt, wir machen einen kleinen Überblick über die Tauchausrüstung und zwar so, dass das für alle was bringt, die noch nicht so lange tauchen. Ja. Wahrscheinlich sitzen einige Leute hier im Publikum, die das alles eh schon wissen oder da auch sehr spezifische Meinungen zu haben, was auch alles sehr gut ist. Aber heute geht es vor allem uns darum, dass auch diejenigen, die noch nicht so furchtbar viel Erfahrung haben, nochmal so einen kleinen Überblick kriegen, worum geht es denn eigentlich, was wird diskutiert, welche Teile sollte man so haben, wie funktionieren die, auf was muss man achten und was ist vielleicht auch einfach egal. Ja? Wir werfen einen Blick darauf, was Atemregler machen, weil das ja so ein großer Kasten ist, wo ganz viele nicht so recht verstehen, was da drin eigentlich passiert und dann das üblicherweise für viel komplizierter halten, als es eigentlich ist. Ist nicht im Prinzip alles eine ganz simple Angelegenheit. Wir werfen einen Blick drauf, welche Jacket-Typen so auf dem Markt sind. Die Frage, welches Jacket ist das Beste, ist natürlich ein bisschen ironisch gemeint, weil das können wir so nicht beantworten, nicht auf keinen Fall. Auf was macht bei einem Tauchcomputer Sinn, wenn man gerade mit dem Tauchen anfängt? Was ist das Wichtigste an der Maske, beziehungsweise auf was muss man achten und was ist eigentlich dann total nebensächlich? Noch ein bisschen was zu verschiedenen Flaschen und am Ende gehen wir in eine Diskussion, ob es sinnvoll ist, Ausrüstung selber zu kaufen und zu besitzen oder ob man die nicht auch wirklich getrost leihen kann. Wir starten mal mit dem kompliziertesten Teil oder auch dem wichtigsten vielleicht, weil immerhin ist das, was wir am meisten wollen oder am dringendsten wollen, ist atmen und das geht nicht ohne den Regler. So. Die Voodoo-Maschine, ja, dieses komische Ding, wo auf unerklärliche Weise Luft rauskommt und uns gar nicht aufpustet, sondern nur so viel Luft rauskommt, wie wir brauchen, obwohl in dieser Flasche doch 200 Bar drin sind. Und diese 200 Bar sind halt in der Tat gefährlich viel Luft, also mit gefährlich viel Druck. So. Wenn man die einfach so wild aufdreht, ohne dass irgendwas davor geschraubt ist, merkt man das auch. Man kann das Ventil kaum ganz aufdrehen, weil das so einen unendlichen Krach macht. Also, es muss ein Gerät zwischen das in der Gas in der Flasche und unserem Mund, das dafür sorgt, dass wir angenehm atmen können. Und was der Atemregler dabei macht, ist eigentlich etwas ganz Simples. Er reduziert den Druck in 2 Stufen.
zwar erstmal in der ersten Stufe, also die, die wir an die Flasche schrauben, von dem Druck, den die Flasche gerade hat, was auch immer das ist, 10 bar, 50, 200, 300, auf einen konstanten Mitteldruck. Und dann in der zweiten Stufe, also in dem, was wir im Mund haben, geht der Mitteldruck runter auf Umgebungsdruck. So, und was da passiert, ist einfach nur ganz simple Mechanik. Da ist nichts dran, was irgendwie kompliziert ist. Die einfachsten dieser Regler haben fünf Bauteile und die kriegen das hin. Ich habe jetzt hier mal ein Bild genommen von einem anderen, von einem anderen Druckminderer, von so wahrscheinlich von der Propangasflasche, einfach weil die Zeichnung ein bisschen einfacher ist. Die hat aber dasselbe Funktionsprinzip wie die Druckminderer, die wir benutzen, auch. Was wir hier sehen können, ist, wir haben das Gas strömt ein aus der Flasche und kommt durch eine Öffnung, die schon mal eine ganze Ecke kleiner ist als der Gesamtdurchmesser von dem Ventil oder ist das der Gesamtdurchmesser der Flasche. Das legt fest, wie viel denn maximal da überhaupt theoretisch durch könnte, weil natürlich durch dieses etwas kleinere noch keine beliebige Menge Gas passt. Und das, was man da durchschieben kann, das ist schon mal das Erste, was den Strom reduziert. Und dann füllt das Gas, das einströmt, eine Mitteldruckkammer. Und über dieser Mitteldruckkammer, also in dieser wächst, wenn das offen ist, wächst in dieser Mitteldruckkammer der Druck. Und zwar so lange, bis er gleich groß ist wie der Druck, also die Kraft, die von dieser Feder ausgeübt wird, die dort einen Gegendruck aufbaut. Sobald hier unten in der Mitteldruckkammer der Druck größer ist, drückt das diese Feder wieder hoch. Und hier kann man es so schön sehen, weil das so simple, eine simple Bauweise ist und zieht halt das, wie, das Ventil wieder hoch und macht damit hier einfach wieder zu und es kann nichts mehr nachströmen. Sobald hier vorne dann wieder Gas rausgeht, sinkt natürlich in dieser Mitteldruckkammer der Druck. Dadurch drückt die Feder wieder nach unten und es geht hier wieder auf. So, wenn hier konstant geöffnet ist, dann fließt hier einfach konstant Gas durch, aber halt wenig. Jedes Mal, wenn wir das zu und aufmachen, geht es hier wieder zu oder geht es hier wieder auf. Genauso simpel wie das ist tatsächlich auch unsere erste Stufe. Nur, dass wir hier mit Drücken zu tun haben, die über so einer Propangasflasche liegen, und zwar schon ein ganzes Stückchen drüber. Ja? Wir haben 200 Bar normalerweise in der Flasche und rauskommen soll ein Mitteldruck, der üblicherweise so um die 10 Bar liegt. Ja? Um die 10 Bar ist immer noch so 3 bis 4 Mal so viel wie in einem Autoreifen. Also das ist schon noch ganz saftig Druck. Ja? Das ist eine ganze Menge. Aber in etwa das braucht es, damit wir sicher sein können, dass immer und auch in jeder Tiefe einfach genug Luft noch zu uns rauskommt. Zu dem Druck, den diese Feder ausübt, wirkt unter Wasser bei unseren Atemreglern auch noch der Umgebungsdruck. Also, wenn ihr euch mal so einen Regler anguckt, werdet ihr meistens sehen können, dass irgendwo Löcher drin sind oder irgendwo eine Membrane sitzt. Und darunter ist die Feder und der Wasserdruck, also der Umgebungsdruck, wirkt mit der Feder gegen den Mitteldruck. Also der Mitteldruck wird tatsächlich etwas höher, wenn wir tiefer gehen, und wird wieder weniger, wenn wir wieder flacher werden, weil es immer diese 10 Bar plus der Umgebungsdruck sind. Wir gucken uns das hier jetzt nochmal an einer relativ einfachen ersten Stufe an. Wir haben an einer Stelle, das ist das,
was mit der Flasche verbunden ist. Also hier ist dann normalerweise das Rädchen dran, der Anschluss für die Flasche. Und da ist dann hier noch der Sinterfilter drin, den man von außen sehen kann. Und dort geht die Luft aus der Flasche in den Regler mit dem Hochdruck, mit dem Druck, den wir im Moment in der Flasche haben. Was passiert jetzt von hier aus? Die erste Kammer füllt sich mit Hochdruck. Der bleibt da auch schön drin. Fließt durch den Kolben auf die andere Seite, die Mitteldruckkammer, und die füllt sich mit auch Luft, aber sie füllt sich nur bis zum Erreichen des Mitteldrucks, der durch diese Feder hergestellt wird. Der ist ja, das ist ein Kolbengesteuerter. Wir haben hier diesen Kolben, wir haben hier keine Membran drin. Ganz altes, einfaches, simples, kolbengesteuertes Modell. In dem Moment, in dem hier ein Druck erreicht ist, der diese Feder zusammendrückt und dagegen und da zusätzlich auch gegen den Umgebungsdruck drückt, wird dieser ganze Kolben hochgedrückt und hier oben geht das Ventil wieder zu. Das passiert übrigens einfach ständig während dem Atmen. Das ist fast so ein kleines Sirren. Das geht die ganze Zeit auf und zu und auf und zu. Dieser ganze Kolben ist ein bewegliches Teil und bewegt sich hin und her. Ja? Aus dieser Mitteldruckkammer geht die Luft raus in den Mitteldruckschlauch, also in die Schläuche, die zu den zweiten Stufen führen und in den Schlauch, der zum Inflator führt. Eigentlich relativ simpel. Ja, ihr seht, es sind wenige Teile, es ist eine Feder, ein Kolben, ein paar O-Ringe und so ein durchdachtes Gehäuse, sagen wir mal, mit ein paar Löchern drin an den richtigen Stellen und den richtigen Gewinden an den richtigen Stellen. In diese richtigen Gewinde kann man dann übrigens Schläuche reindrehen, wie immer man möchte, solange die passen und für diesen Druck gemacht sind. Ist das relativ egal, welchen man sich gerade auswählt. Dreht einfach rein, aber nicht zu fest. Ja, immer im Kopf nach fest kommt ab und nach ab kommt ganz viel Arbeit. Jetzt ist das simpelste Modell eines Atemreglers, was wir heute auch normalerweise so benutzen. Es gibt aber zwei unterschiedliche Varianten oder es gibt etwas, was man vielleicht im Kopf behalten sollte dabei, was so einen Regler komfortabel und zuverlässig macht oder welche Regler man vielleicht lieber haben möchte, wenn man ein bisschen was Anspruchsvolleres macht als 10 Meter Tiefe. Und dafür mal ein Blick darauf, wie Druck wirkt und gegen welchen Druck man leichter ankommt. Ihr habt hier eine Zeichnung. Wir haben jeweils dieselbe Menge Wasser in einem Becken, das dasselbe Loch und dasselbe Loch, durch das das Wasser eigentlich gerne raus möchte. Und jetzt haben wir hier zwei Stopfen in dem Loch. Das eine ist das, was man so kennt als Badewannenstopfen oder Waschbeckenstopfen. Und das andere ist so eine große runde Röhre, die das Ganze auch verstopft. Die man vielleicht schon mal gesehen hat, so in Industriewaschbecken oder Spülbecken von Großküchen, wo halt wirklich relativ viel Wasser in diesem Becken drin ist. Oder auch Becken von Tauchbasen, die sich ungern an so kleinen Stopfen die Finger kaputt machen. Wahrscheinlich erinnert ihr euch dran oder kommt es euch gar nicht so unlogisch vor, dass dieser lange Stopfen viel, viel leichter rauszuholen ist, obwohl er ja eigentlich dieselbe Menge Wasser zur Seite hält. So, woran liegt das relativ einfach? Hier muss man tatsächlich hier wirkt der ganze Druck nur auf diesen kleinen Stopfen aus einer Richtung.
Und dagegen anzukommen, ist tatsächlich nicht so einfach. Während hier der Druck sich schön um den Stopfen rum verteilt und man einen viel geringeren, also einen kaum noch spürbaren Widerstand überwinden muss, um den rauszuziehen. Dasselbe begegnet uns bei Atemreglern. Das, was wir eben gesehen haben, ist schon eine balancierte erste Stufe. Einige ganz alte Modelle gibt es noch, die tatsächlich unbalanciert sind. Der Unterschied bei den beiden liegt genau darin, wie sich dieser Druck denn verteilt. Wir haben hier, das ist das, was wir eben gesehen haben, haben wir die balancierte erste Stufe mit einer relativ großen Hochdruckkammer und einem Hochdruck, der rund um den Kolben wirkt und dort dann reinzieht. Anders. Und erst hier geht der Mitteldruck tatsächlich raus. Das führt dazu, dass völlig unabhängig davon, wie viel Druck hier drin ist, der Druck hier unten in der Mitteldruckkammer hängt überhaupt nicht, so richtig gar nicht vom Flaschendruck ab. Also erst ganz, ganz, ganz am Ende bei den letzten Zehnten bar, aber darüber reden wir gleich nochmal extra. Anders ist es bei den unbalancierten ersten Stufen. Die sind inzwischen sehr ungebräuchlich. Und das sind auch die, die auf dem Markt sind, die Modelle, die man so ganz günstig kriegen kann und die manche, also ich auch, noch an Stageflaschen und so benutzen, wo es nicht so richtig auf den Atemkomfort ankommt, weil man gerade eher auf dem Weg hoch ist. Ja? Dort gibt es keine Hochdruckkammer im eigentlichen Sinn. Also wir haben einen ganz klitzekleinen Bereich, in den der Hochdruck reinkommt. Man kann das hier sehen. Also hier ist die Flasche angeschlossen. Von hier kommt der Druck, strömt Luft rein. Und die wird aber hier sofort ausgebremst, wenn von hier der Druck dagegen groß genug wird. Und wird direkt hier in die zweiten Stufen abgeführt. Das heißt, der Druck wirkt tatsächlich nur gegen diesen kleinen, gegen dieses kleine Ventil. Und in dem Moment, in dem hier ein niedrigerer Druck reinkommt, also der Hochdruck aus der Flasche abfällt, wird es natürlich leichter, das zuzumachen. Schwerer das zu öffnen und dadurch wird sich der Regler ein ganz klein bisschen schwerer atmen. Er wird nicht aufhören zu funktionieren, aber er wird einfach ein ganz klein bisschen schwerer. Ich habe gerade im Chat eine Frage nach wartungsintensiver. Das ist jetzt bei den beiden, ehrlich gesagt, also bei diesen simplen Modellen, die zerlegen wir in derselben Zeit und kriegen sie auch in derselben Zeit wieder zusammen. Das macht keinen Unterschied. Also die sind beide super simpel. Die Frage nach der Wartungsintensität ist immer, wie viele Teile sind da verbaut? Also aus diesen sehr simplen Zeichnungen kann man noch alle möglichen Modelle oben drüber bauen, die dann statt 5 Teilen halt einfach 50 haben und wo irgendwie 30 O-Ringe gewechselt werden müssen. Und ich sage nur MK25 oder so, ja. Das sind dann trotzdem tolle Regler, kann man wunderbar tauchen, ist ganz hervorragend. Aber wenn man eine Revision macht, ist man am Ende richtig froh, wenn alle Teile wieder drin sind und keins mehr rumliegt. Weil je mehr Teile dabei sind, umso leichter ist es auch, eins zu vergessen. Gut. So weit, so simpel. Hier raus ergibt sich eine recht interessante Frage, nämlich, ja, und wann ist denn jetzt die Flasche eigentlich wirklich leer? Oder wann kriegen wir denn wirklich keine Luft mehr? Und wie wir ja gerade gesehen haben, wirkt bei jeder ersten Stufe der Umgebungsdruck mit, um das Ventil wieder zu schließen. Das heißt, wir haben in jedem Moment mit einem Mitteldruck zu tun, der
sich sozusagen zusammensetzt aus dieser Federspannung und dem Umgebungsdruck, der noch dazukommt. Der Regler gibt einem auch noch ein ganz klein bisschen unter dem Mitteldruck, den es eigentlich braucht, schon auch noch so ein bisschen Luft, aber nicht mehr so gut. Und dann gibt es einen Punkt, an dem spuckt der Regler einfach keine Luft mehr aus, weil der Mitteldruck jetzt nicht mehr ausreicht, um das Ventil aufzumachen gegen den Umgebungsdruck und die Federspannung. Man spürt das normalerweise kurz vorher, weil auch balancierte Regler dann, wenn die Flasche wirklich leer wird und dann, wenn man unter dem Mitteldruck ist, für den der Regler eigentlich eingestellt ist, sich ein ganz klein bisschen schwerer atmen. Also nicht so böse schwer, nicht so, dass man keine Luft mehr kriegt, aber einfach so ein bisschen schwerer. Ja? Wenn man das merkt und denkt, ups, ich glaube, ich gehe dann mal hoch, dann hat man üblicherweise Glück und kriegt auf dem Weg nach oben doch noch ein paar Atemzüge raus. Warum das? Nee, also die Luft in der Flasche dehnt sich nicht aus, ne? Das höre ich auch öfters mal. Aber der Umgebungsdruck nimmt ab. Das heißt, Umgebungsdruck plus Federspannung wird ein bisschen weniger wieder und damit geht das Ventil dann doch gerade noch mal so ein bisschen auf und lässt noch mal ein kleines bisschen Luft durch. Und das ist durchaus so, dass man so auf 10 Meter auftauchen dann auch noch mal so in etwa das Flaschenvolumen da rausziehen kann, weil der Druck ja entsprechend niedriger und niedriger und niedriger wird. Das soll jetzt keine Aufforderung dazu sein, Flaschen einfach leer zu atmen, weil man am Ende dann ja noch mit den letzten Atemzügen hochkommt. Ich meine, das wäre wirklich ein bisschen blöd, das muss man nicht machen. Aber es ist vielleicht einfach beruhigend zu wissen, dass auch wenn man so unglaublich rotzenblöd war, dass man seine Flasche einfach leer genuckelt hat, weil man es halt verpeilt hat oder weil der Fini kaputt ist, das kann ja auch passieren, dass man da trotzdem ziemlich sicher einfach noch hochkommt. Ich finde, das ist beruhigend zu wissen. Das macht es viel einfacher, trotzdem aufs Fini zu gucken und aufzutauchen, bevor es soweit ist. Und wenn man das ausprobieren möchte, würde ich doch sehr empfehlen, dass man das mit jemand zusammen macht, der daneben ist und einen Oktopus in der Hand hat. Ja, nur so für alle Fälle. Also sind vielleicht andere hier im Raum, die genauso verspielt sind wie ich und sowas dann natürlich einfach mal probieren müssen, wenn sie das gehört haben. Ja, tut es nicht alleine. Gut, wie geht das Ganze weiter? Jetzt kommt die Luft aus der ersten Stufe raus, in die zweite Stufe. Die zweite Stufe ist das, woraus wir atmen. Und da kommen ja immer noch 10 Bar plus Umgebungsdruck an. Das ist ein bisschen viel zum Atmen. Aber deshalb ist die zweite Stufe der zweite Druckminderer, der hergeschaltet ist. Was man hier in der Zeichnung sehr gut sehen kann, was auch wirklich simpel ist, wenn wir einatmen, also hier ziehen, ziehen wir an dieser Membran hier oben. Die saugt sich an und diese Membran bedient einen Kipphebel. Und der Kipphebel öffnet hier das Ventil und Luft fängt an zu fließen. Also, wenn, oh, das habe ich doch eben bearbeitet. Schade, hier hat sich die Farbe leider wieder verstellt. Hier kann man sehen, das ist einfach nur ein kleines Plastikteilchen, der Ventilsitz und das Ventil selber, die gegeneinander schließen. Und dann sitzt hier dran eine Feder und hier vorne dran sitzt der Kipphebel. Und der Kipphebel zieht mechanisch das Ventil auf. Die Feder drückt aber, um es wieder zurückzubringen. Das heißt, in dem Moment, in dem ich aufhöre zu einzuatmen, also nicht mehr aktiv ziehe, drückt die Feder den Kipphebel einfach wieder zurück in Position nach oben und das Ventil hier vorne geht wieder zu. Ja? Es sind immer die Federspannung plus der Umgebungsdruck, der auch von außen mit drauf wirkt, die dem Mitteldruck entgegenwirken und das Ventil zuhalten. Und der Mitteldruck und diese Feder, die müssen miteinander klarkommen und aufeinander halbwegs eingestellt sein. Die Feder kann man dadurch einstellen, dass man sie sozusagen unter Spannung setzt. Also wenn ich das Ventil einbaue,
Dann kommt vorne eine Schraube drauf, die man hier auch sehen kann, vor dem Kipphebel. Also der Kipphebel ist mit einer Schraube hier festgemacht und die kann man stärker oder weniger stark reinschrauben. Und man kann den Ventilsitz weiter rein oder ein bisschen weniger weit reindrehen. An diesen beiden Dingen kann man die zweite Stufe so einstellen, dass sie für den jeweiligen Mitteldruck, der jetzt gerade rauskommt, perfekt passt. Und das hat einen gewissen Spielraum. Der Mitteldruck ist nicht so 100% exakt. Ich sage das deshalb so, weil so deutlich, weil so viele sagen, ja, die zweite Stufe ist aber doch ganz haargenau auf diese genaue eine erste Stufe eingestellt und nur mit irgendeiner Magie kann man jetzt das mit diesem und jenem, also die passen ja nie an was anderes, weil die doch ganz magisch nur darauf eingestellt sind. Nee, das ist keine Magie, das sind einfach zwei Schrauben. Ja? Und das hat einen bestimmten Spielraum, in dem man das benutzen kann und irgendwo wird es halt einfach unbequem und atmet sich nicht mehr schön. Ja? Das heißt, man sollte durchaus eine zweite Stufe benutzen, die auf denselben Mitteldruck gebaut ist oder ausgelegt ist, wie der Mitteldruck, der aus der ersten Stufe kommt, die man nun mal benutzt. Aber solange das pa zusammenpasst, ist die Feineinstellung, dass sie jetzt schön smart atmet, einfach ein Handgriff an der zweiten Stufe. Und jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, kann das einfach für einen machen. Das ist kein großes Hexenwerk, überhaupt keine wichtig große Sache. Und auf jeden Fall definitiv kein Grund, um zu behaupten, dass nur eine ganz bestimmte zweite Stufe an einer ganz bestimmten ersten Stufe sein kann. Das stimmt nämlich einfach nicht. Die funktionieren schon sehr gut alle so miteinander. Aus der ersten Stufe kommt nämlich am Ende gar nichts anderes raus als einfach nur Luft, Punkt, Gas mit einem bestimmten Druck. Nichts weiter. Was im Inneren der ersten Stufe passiert, ist am Ende für den Atemkomfort völlig egal. So. Also, wenn ihr einen Regler wollt, der sich besonders schön atmet, dann würde ich empfehlen, eher an der ersten als an der zweiten Stufe zu sparen, weil die zweite Stufe ist die, die den Schnickschnack und den Atemkomfort macht, während die erste Stufe eigentlich nur eins tun muss und das erfüllen eigentlich so ziemlich alle einen konstanten Luftstrom liefern. Punkt, basta, Ende. Das kriegen die inzwischen eigentlich alle hin. Und vielleicht als Nebenschauplatz noch, sie sollte auch noch so gebaut sein, dass sie nicht sofort vereist, wenn ihr in kälterem Wasser unterwegs sein wollt, aber das ist dann auch noch mal ein extra Thema. Kurzer Blick darauf, es gibt ein paar Freak-Automaten, die andersrum gebaut sind. Es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen Upstream- und Downstream-Ventilen, nämlich die Frage, ob sie mit dem Gasstrom, also mit der Luft oder dagegen öffnen. Die meisten Regler, die im Umlauf sind, die absolut meisten, sind Downstream-Ventile. Warum ist das so wichtig? Wenn sich etwas verhakt, wenn irgendetwas schief geht, dann ist es üblicherweise so, dass die in einer offenen Position sich verklemmen und in einer offenen Position stehen bleiben. Das heißt, der Regler bläst ab. Eine dieser Übungen, die man einfach mal wiederholen sollte, wenn man das seit dem OWD nicht gemacht hat oder vielleicht auch noch nie. Wie atmet sich das denn, wenn so ein Regler abbläst? Ist nämlich gar nicht so schlimm, kann man noch ganz gut mit klarkommen. Sollte einen nur einfach nicht erschrecken. Und man bleibt aber nicht plötzlich ohne Luft. Und das kann bei Upstream-Reglern, also bei welchen die gegen den Luftstrom öffnen, halt schon passieren. Auch sehr unwahrscheinlich, weil funktionieren tun die auch alle. Aber es ist so dieses klitzekleine Risiko, was da auch noch wäre. Und wenn man jetzt so einen Regler hat, der abbläst, dann bringt man den zurück in den Laden und zu jemandem, der sich damit auskennt. Und zwar den ganzen Regler, erste und zweite Stufe. Relativ einfach. Meistens bläst so ein Regler deshalb ab, weil der Mitteldruck, der ankommt, zu hoch ist. Also das ist zumindest ein sehr häufiges Problem, dass der Mitteldruck sich gerade ein bisschen hoch gestellt hat. Meistens eine kleine Einstellungssache.
Na, aber die meisten Ableser haben ihre Ursache in der ersten Stufe. Das heißt, wenn jemand einen Oktopus abschraubt und mir nur den Oktopus vorbeibringt, dann habe ich überhaupt keine Chance zu gucken, woran das denn jetzt gelegen haben könnte. Na, bringt das ganze Gerät mit und üblicherweise, also entweder braucht der Regler eine Revision oder es ist mit zwei, drei Handgriffen einfach erledigt. Ich habe einfach den falschen Foliensatz und deshalb werde ich jetzt die Freigabe beenden, die neue Folie aufmachen, wieder in die Freigabe gehen und dann an Dominik übergeben. Kannst du das? Ja, weil ich hatte da nämlich doch gerade eine Sache noch geändert und es wäre jetzt schön, wenn sich das gespeichert hat. Hat es aber nicht. Tut mir leid, da müssen wir einfach damit weitermachen, was Ja, auch das nicht so schlimm kommen wir auch ist. klar mit. Kommen wir auch klar mit. Warte. Jetzt muss ich nur noch mal in die Freigabe. Gut. Zu den Jackets, so ist es, genau. Habe es leider das zum normalen Jacket wieder weg. Irgendwie Ach, ist da das. gibt es doch ganz viel Schlimmeres. Ja, wie ist das heutzutage? Also im Wesentlichen sozusagen begegnen uns heute, wenn wir neue Ausrüstung kaufen, noch genau zwei Versionen. Das eine, das sind die sogenannten ADV-Jackets, das kennt ihr so als so typisches so integriertes Jacket. In der oberen Reihe rechts abgebildet. Das zweite, das sind so die Wing Jackets und das findet ihr unten rechts hier. Es gab in früheren Zeiten natürlich noch ganz andere Versionen. Auch oben links zum Beispiel, das ist so ganz alt, so die Blase sozusagen vor der Brust getragen. Das gab es zu Zeiten, da habe ich selbst auch noch lange nicht getaucht, glaube ich. Aber manche von euch vielleicht schon sozusagen. Und daran seht ihr aber schon der wesentliche Unterschied eigentlich, wenn man das versucht, auf ganz, ganz einfache Worte runterzubrechen. Der ist ganz einfach, wo trage ich dieses Luftvolumen, das ich für die Tarierung brauche? Also an welcher Stelle trage ich dieses Luftvolumen? Es gibt dann so ein paar Nebenbaustellen, die aber immer irgendwie funktionierend gemacht werden können. Also wie viele Taschen hat das Ding wo? Hat es überhaupt Taschen? Oder muss ich anderswo an meiner Ausrüstung Taschen haben, zum Beispiel am Tauchanzug? Blei. Wie kann Blei untergebracht werden? Habe ich Bleitaschen? Trage ich einen Bleigürtel? Oder. Dann natürlich so die Frage, wie bequem fühlt sich das für mich an? Ist auch gar nicht so ganz unwichtig, wobei man realistisch sagen muss, solange die passen unter Wasser, sind die üblicherweise natürlich alle irgendwie bequem, weil wir ja nicht in diesem sozusagen Aufwand das Gewicht der Flasche tragen gegen die Erdschwerkraft, wie wir das tun, wenn wir da so Rucksack-Style sozusagen zum Strand gehen. Aber dennoch, also auch Laufwege kommen natürlich vor und so ein Jacket sollte jetzt nicht irgendwie ganz furchtbar zu tragen sein, das ist ganz klar. Ohnmachtssicherheit dann. Also das ist auch manchmal so ein Thema, das noch diskutiert wird. Jetzt muss man natürlich sagen, heutige Jackets, weder die ADVs noch die Wing Jackets, sind wirklich im klassischen Sinne ohnmachtssicher. Warum? Beide garantieren nicht, dass die Taucherin oder der Taucher den Kopf über Wasser hält und das Gesicht frei hält, wenn man völlig bewusstlos im Wasser treibt. Also mit allen beiden kann man im Prinzip so treiben, dass die Atemwege nicht frei sind. Die praktische Relevanz davon ist vermutlich nicht riesig. Auch klar, wir tauchen ja üblicherweise im Team, sodass jemand dabei ist, der dann natürlich stabilisieren könnte. Und das ist halt auch ein wesentlicher Unterschied natürlich jetzt zur Frage, was muss eine Schwimmweste können zum Beispiel, ne? Die natürlich auch jemanden schützen muss, der über Bord geht bei einem Bootsunfall zum Beispiel, ne? Da sind andere Anforderungen. Und dann so Sachen natürlich. Farbe und sowas, Design, was gefällt einem? Das sind also dann eher Nebenbaustellen. Eins weiter, bitte. Und zu dem Beispiel, dass, also ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber wenn so in den sozialen Medien oder Foren oder so die Frage ist, welches Jacket soll ich mir kaufen, dann ist meistens kommen dann Leute und sagen, kauf dir Backplate und Wing irgendwie. Das ist so, das hört man so ganz, ganz oft, dass Leute das weiterempfehlen und ein Teil davon ist auch sicherlich darauf zurückgehend, dass die Leute überzeugt sind und dass das auch kennen von sich. Wie ist das aufgebaut? Super einfach im einfachsten Fall. Also das ist so eine durchgehende Bänderung, seht ihr hier in Schwarz, mit ein paar so D-Ringen dran, wo man also verschiedene Dinge ranklippen kann.
Und diese Bebänderung, die ist durchgefädelt durch so eine Backplate, durch im Prinzip so eine, ja, so ein Blech, ja, so ein bisschen wie so ein Backblech. Und das kann sein, diese Backplate, entweder aus Aluminium, die kann sein aus Stahl, oder die kann auch sein, wenn es ganz, ganz leicht sein soll, aus so Verbundwerkstoff. Ja, das kann man also so ein bisschen Gewicht sozusagen damit dann auch beeinflussen. So, was hat das als Vorteil? Das eine ist, es ist nicht unbedingt billiger als so ein ADV-Jacket, obwohl es so einfach aussieht. Das muss man wissen. Aber es ist halt modular. Das heißt, man kann die Blase zum Beispiel tauschen. Nicht nur, wenn die Blase kaputt ist, sondern als Beispiel auch, wenn einem die Blase zu klein geworden ist, weil es zum Beispiel doppelgerät werden soll. Dann ist man damit weg, sozusagen einfach die Blase auszutauschen. Ne? Die Beweglichkeit vor dem Körper wird oft als hervorragend empfunden. Warum? Auch klar, vor dem Körper. Also die Blase wäre jetzt hier, wenn ihr auf dem linken Bild guckt, die Blase wäre natürlich links davon. Und vor der Taucherin, vor dem Taucher, ist eigentlich nur die Bebänderung, sonst nichts. Kein Luftvolumen. Das heißt, nach vorne hin ist die Beweglichkeit einfach ziemlich gut. Dass dieses Luftvolumen immer auf dem Rücken von Taucherin oder Taucher ist, führt auch mehr oder weniger automatisch dazu, dass das so ein bisschen unterstützt eine horizontale Wasserlage, die ja die meisten Leute suchen beim Tauchen. Ne? Weil das Luftvolumen, das versucht natürlich immer am höchsten Punkt zu sein, führt dann dazu, dass der Rücken von Taucherin oder Taucher mit der höchste Punkt ist, wenn man sich das frei einstellen lässt. Und das ist, wenn ihr euch das mal so vorstellt, genau diese Lage, die viele von uns ja suchen. Heißt nicht, dass man so eine Wasserlage mit anderen Jackets nicht auch hinkriegt. Ja, das ist so ein bisschen, wenn man Fahrrad fahren kann, kann man natürlich mit allen Fahrrädern fahren. Aber manchmal fällt es vielleicht manchen doch ein bisschen leichter. Hat automatisch auch einen kleinen anderen Effekt und auch der wird manchmal überschätzt, der ist so dramatisch nicht, aber da ist er. In diesen Backplate-Wing-Kombinationen ist man an der Oberfläche nicht ganz so freiwillig wie so ein Korken sozusagen aufrecht. Und das ist die Position, die an der Oberfläche die meisten suchen. Sondern natürlich hat das dann auch so die Tendenz, so ein bisschen so umzukippen und auch waagrecht zu werden. Heißt aber jetzt nicht, also da manchmal kursieren da so richtige Horror-Stories, das würde einen dann ins Wasser drücken oder so. Das passiert nicht. Es ist halt einfach nur nicht ganz so stabil, wenn man an der Oberfläche ist, wie das manche ADVs sind. Taschen muss man extra anbringen, kommen da natürlich nicht mit bei so einem Standardharnis, klar. Und wo man das Blei hinbringt, muss auch überlegt werden. Gibt es verschiedene Lösungen. So V-Blei für hinten in diesen Falz rein, zum Beispiel von dieser Backplate. So große, ich jetzt nicht hier, aber so ein großes, so 4 Kilo Stücke Blei gibt es da, die man da fest verschrauben kann. Kann natürlich auch Bleitaschen anbringen, man kann einen Bleigurt tragen. Muss man sich überlegen. Aber grundsätzlich würde ich mal sagen, ist das etwas, das lohnt sich auf jeden Fall mal auszuprobieren. Ist extrem weit verbreitet im technischen Tauchen, aus besagten Gründen. Modular, einfach, hat wenig, das kaputt gehen kann. Kann die Blasengröße anpassen. Und ist natürlich auch so die Masse der Backplate sozusagen, die kann man dann zu Teilen schon von dem benötigten Blei abziehen, ist manchmal auch komfortabel. Heißt aber halt auch, muss man auch wissen, diese Backplate, die fliegt dann auch mit im Freigepäck, ne? Also die frisst dann halt auch ein paar Kilo weg. Deshalb gibt es halt manchmal so Alu-Backplates, auch mit dem Grund, dass man ja manchmal ganz wenig Blei eigentlich braucht, manchmal gar kein Blei, wenn man so im Sharkskin taucht oder sowas. Und dann ist natürlich es nicht sinnvoll, wenn die Backplate so negativ ist. Also lohnt sich sicherlich, das mal anzugucken, auszuprobieren. Viele, viele Leute mögen das, wenn man das mal ausgetestet hat. Ja, eins weiter bitte. Ah, nee, okay, wir hatten kein normales Jacket da drin. Das hat Vero gerade gesagt. Egal. Einfach ein paar Worte sozusagen zu diesen normalen ADV-Jackets. Noch der Unterschied, der war ja aus der ersten Folie schon klar. Da sind natürlich die Luftvolumina zum Teil auch so an der Seite sozusagen vor dem unteren Torso von Taucherinnen und Tauchern. Wenn ihr so ein Ding taucht, das könnt ihr euch so richtig vorstellen, ne? Wo sich da sozusagen so die Luft füllt. Haben halt manchmal integrierte Bleisysteme, haben alle Taschen, klar, das heißt, man weiß dann automatisch, wo man mit diesen Sachen hin will und haben auch so ein kleines bisschen dann diesen Aspekt, da sind halt meistens die Schultergurte dann gepolstert, wobei es das für die Backplate-Wing-Kombis auch gibt, Polster, ne? Also wenn man da so ein bisschen Angst hat und sowas. Sind auch, muss man auch wissen, in tendenziell größerem Umfang verstellbar als so eine Backplate- und Wing-Kombi. Ich meine, das Einfache hier, das kann man erstmal gar nicht verstellen. Das stellt man einmal ein auf die Trägerin oder den Träger. Und dann ist es das. Das wird meistens an den Schultergurten so ein bisschen nicht allzu fest gemacht, sodass man gut reinkommt noch, auch mit dem Trocki an, auch mit Ringen an den Ärmeln vom Trocki.
Und festgezogen wird das eigentlich dann über diesen Bauchgurt, der halt so durchläuft und liegt dann sozusagen, das liegt so auf dem Taucher auf dann beim Tauchen. Das ABV-Jacket kann man natürlich an sich stellen, so rucksackartig anpassen, festmachen und sowas. Deshalb sind das Sachen, die sind halt auch im Basisbetrieb vielleicht gar nicht so unwichtig, weil man da natürlich nicht erstmal so ein Harness für jeden Schnuppertaucher anpassen kann. Also da muss man einfach so ein kleines bisschen wissen, was man will und was richtig für einen ist. Ich nehme halt mal an, die meisten von euch kennen sozusagen so ein klassisches ADV und da kann man prima mit tauchen, macht auch Spaß. Also gibt keinen Grund, wenn einem das passt, da umzusteigen. Aber ausprobieren sozusagen lohnt sich einfach manchmal. Ja? So, das ist vielleicht, was man dazu sagen kann. Wovor man nicht Angst haben muss, übrigens, ist, dass irgendwelche Plastikschnallen da dann ständig brechen oder irgendwelches Plastik auseinanderreißt oder so. Die Kräfte, ja, die so ein normales ADV-Jacket mit seinen ganzen Plastikschnallen zerreißen, die existieren, aber die existieren nicht unter Wasser, wenn wir tauchen, sonst haben wir ganz andere Probleme. Also das ist, ja. Tauchcomputer. Tauchcomputer. Einfach zusammengefasst, oben ist, was man eigentlich braucht, wenn überhaupt, ganz einfach ein Tauchcomputer. Das ist so ein Maris Smart, glaube ich, oder? Das ist Puck, das ist ein Puck, ja. Puck heißen das die, genau. simple Puck, Modell. sorry, genau. Kann Genau, die eine Smarts sind wichtigere die Klassik etwas sein. anderen dann schon, genau. So ein Puck. So ein ganz, ganz einfacher Armbanduhren-Style-Tauchcomputer muss im Wesentlichen ein paar Dinge tun, ganz wenige Dinge. Braucht eine Uhr, damit er die Tauchzeit bestimmen kann, braucht einen Drucksensor, aus dem er die Tiefe ausrechnet, braucht irgendeine Art von Modell, mit dem er die Nullzeit und etwaige Deko berechnet. So. Und das kriegen alle Tauchcomputer, die es heute auf dem Markt gibt, hin. Die kriegen das alle hin. Die zeigen euch alle eine Nullzeit an, mit der ihr tauchen könnt und das funktioniert sozusagen. Da tut man sich nicht häufiger weh, als es halt statistisch ab und an sowieso passiert. Natürlich ist nichts auf der Welt völlig sicher und natürlich kann man auch mal seinem Tauchcomputer vollkommen gefolgt haben und trotzdem passiert etwas, das ist klar, aber es ist sehr selten. Tauchcomputer ist aber auch so etwas, wo natürlich schnell dann die Begehrlichkeiten vielleicht auch nach größeren und mehr Möglichkeiten gehen. Ist halt schon so ein bisschen das Smartphone des Tauchers irgendwie, ne? Wenn man ehrlich ist, so ein kleines bisschen. Und dann geht vielleicht irgendwie dann der Wunsch dann doch eher zu Modellen wie den unten abgebildeten. Links, das ist so ein Shearwater Perdix und rechts ist ein Peregrin. Die können dann zum Teil mehr, wobei der Peregrin zum Beispiel rechts unten gar nicht so dramatisch mehr. Der kann also als Atemgas auch nur Nitrox, ja, Luft und Nitrox. Und davon drei Stück im Wesentlichen. Und ansonsten misst auch dieser Computer natürlich Tiefe und Tauchzeit und rechnet dann halt Nullzeit und Deko aus und zeigt Stopps an. Aber gut, also das ist dann so eine Sache. Dann kommt dann irgendwann die Diskussion so ein kleines bisschen, ne, Luftintegration kann der Peregrin gerade nicht. Das kann der Paddix, aber der Peregrin kann gerade keine Luftintegration. Im Chat gerade. Dann, das ist halt so eine Sache. Einmal ist so ein bisschen, kommt manchmal der Wunsch, ein Modell zu haben, das viele Leute um einen rum auch verwenden. Warum? Klar, damit man im Vorfeld des Tauchgangs mit Buddies vielleicht schon so ein bisschen planen kann und kann wissen, vor allen Dingen, wenn es um dekompressionspflichtige Tauchen irgendwann geht, wie viel Dekompressionszeit werde ich wo absitzen müssen? Und da ist natürlich sinnvoll, wenn das auf der gleichen Basis basiert. Und das ist typischerweise heutzutage beim Freizeittauchen sind das die Bühlmann-Modelle. Weitesten verbreitet, nicht ausschließlich, aber am weitesten. Und die haben dann üblicherweise diese eher technisch orientierten Tauchcomputer, also hier diese untere Zeile. Sind nicht die einzigen derartigen Modelle, die es gibt. Gibt Heinrichs Wahlkampfcomputer, die OSTCs, gibt von Maris auch den Genius, auch die verwenden dieses Rechenmodell, können dann auch üblicherweise auch Trimix, sind also insofern sozusagen so ein bisschen zukunftssicher, wobei man natürlich sagen kann, in heutigen Heliumpreisen, das muss man jetzt nicht auf die Anschaffung des ersten Tauchcomputers runter brechen sozusagen, ob der dann auch fürs technische Tauchen geeignet ist. Auch so ein einfacher Tauchcomputer kann immer noch als Bottom-Timer mitlaufen. Ja, das ist gar kein Problem, den muss man nicht weggeben dann. So, und das ist also aber so ein kleines bisschen, ist eine weite, weite Spielwiese. Wie viel Geld muss man ausgeben? Oben das kostet so irgendwie, weiß nicht, wäre 150, 200 Euro wahrscheinlich, irgendwie sowas, ne? So, Maximal, ja. roundabout. So, und unten links, das ist eher so im 1000-Euro-Bereich heutzutage, wenn es der Paradix 2 sein soll, auch ein bisschen drüber. Und unten rechts, das vielleicht irgendwie so im 600-Euro-Bereich. Und da sieht man halt schon, das sind schon Summen, die unterscheiden sich halt einfach wesentlich. Und da sollte man so ein kleines bisschen wissen, was man will. Es spricht nichts dagegen, sich auch am Anfang für
auch für einfache Tauchgänge schon irgendwie einen Tauchcomputer zu kaufen, der sehr viel kann, der sehr viel mehr kann, als man es braucht. Manchmal ist das ja motivierend, um dann sich selbst weiterzuentwickeln. Aber notwendig sozusagen, das sollte man sich vielleicht auch nicht dann einreden lassen. Notwendig ist das nicht. Auch ein einfacher Tauchcomputer ist ein treuer Begleiter üblicherweise, der ganz, ganz lange bei einem sein kann und mittauchen kann. Und der Tauchgänger aufzeichnen, das war für mich immer das Argument, ich gesagt habe, Tauchcomputer möglichst früh kaufen, weil die ersten Tauchgänge sind oft so Sachen, die man nicht mehr vergessen will. Und wenn man da die Profile noch hat, ich gucke da auch ab und an noch irgendwie drauf und so. Und das ist halt einfach eine schöne Erinnerung, ne? Also das ist, die kann man heutzutage, die allermeisten Computer, nicht alle, da soll man vielleicht ein bisschen drauf gucken, die ganz einfachen manchmal nicht, aber die allermeisten kann man auslesen und dann halt die Profile sozusagen in so eine Archivsoftware übertragen und hat sie dann irgendwie, ne? Ja, kommt gerade im Chat, also natürlich wichtig, Anleitungen lesen, klar, oder Fragen, wobei die so super komplex normalerweise alle nicht zu bedienen sind, aber das ist gar nicht wichtig. Und sich entscheiden vielleicht, soll das Luftintegration haben? Sprich, soll da so ein Sender sozusagen koppelbar sein, der den Flaschendruck ausliest und per Kurzstreckenfunk dann überträgt an den Tauchcomputer? Braucht man, wenn man ehrlich ist, nicht, ist ein Gimmick. Aber für manche Leute ein Gimmick, das man gerne haben möchte. Das tun dann halt üblicherweise auch die ein bisschen teureren Tauchcomputer. Sender für so ein Perdix heutzutage kosten noch mal 400 € pro Stück. Ne? Das muss man also auch so ein bisschen wissen, was man da ausgeben will. Aber macht Spaß manchmal, ne? So zu sehen. Okay, ja, und damit weiter zu Vero, zu Masken. Billigeres Bauteil üblicherweise. Außer man hat irgendwelche ganz komplizierten Fehler vielleicht. Weiß ich nicht. Also bei mir war meine Maske lange mein teuerster Ausrüstungsgegenstand, weil ich mir Gläser habe einbauen lassen und die Gläser haben dann so um die 200 € gekostet, was die noch auf die Maske draufkamen. Und alles andere hatte ich irgendwie gebraucht bei eBay geschossen, aber die Maske halt nicht. Und die Gläser haben mich dafür auch 10 Jahre lang begleitet und leider ist die Maske vor ein paar Wochen alleine ohne mich weitergeschwommen, was ein bisschen schade ist, aber ist auch ein guter Moment, um selber mal wieder über eine neue nachzudenken. Und ja, was mache ich jetzt gerade, um eine neue Maske zu finden? Das Erste ist, ich probiere welche an, bevor ich nämlich Gläser reinkleben lasse, die noch viel teurer sind. Bin ich mit dem Ding mal ein paar Tauchgänge lang unterwegs und habe festgestellt, ob die wirklich passt. Oder ob ich doch ständig am Ausblasen bin. Das ist nämlich so ungefähr das einzige wirklich wichtige Kriterium bei einer Maske. Alles andere ist nebensächlich. Aber das wirklich, wirklich Wichtige ist, dass sie auf das eigene Gesicht passt. Jetzt gibt es Menschen, die haben das Glück, bei mir geht es meistens ganz gut, dass so gut wie jede Maske einfach passt. Das ist super. Dann kann man sich mit Nebensächlichkeiten befassen. Und es gibt Leute, für die ist das schwierig. Die haben eine Kopfform, die nicht ganz in jede Maske reinpasst. Also breiter, schmaler, größere Nase, so kleine Nase, dass man sie nicht mehr gegriffen kriegt. Irgendwelche Höcker auf der Stirn, die sich so schwer einbauen lassen. Gibt alles Mögliche. Wenn man selber die Erfahrung gemacht hat, dass man mit Leihmasken häufiger Probleme hat und häufiger ziemlich ständig am Maske ausblasen ist, dann ist eine Maske vielleicht auch einfach der erste Ausrüstungsgegenstand, den man selber haben will. Taugt auch zum Schnorcheln, kann man mitnehmen, kostet nicht viel und macht aber einfach den Unterschied zwischen einem Tauchgang, der jetzt wirklich Spaß macht, und einem Tauchgang, der irgendwie nervt. So. Woran unterscheiden sich Masken? An der Farbe. Allwissende Facebook hat da manchmal so lustige Dinge. Kommen immer irgendwelche Leute an, die meinen, eine bestimmte Farbe würde aber gar nicht taugen. Grundsätzlich gibt es zwei Arten, entweder sie ist schwarz oder sie ist transparent. Und inzwischen ist das noch ein bisschen weitergegangen und es gibt tatsächlich auch gefärbt, also unterschiedlich farbiges Silikon für den ganzen Maskenkörper, was oft recht schick aussieht, und inzwischen auch einfach gut funktioniert. Was ist der grundlegende Unterschied dazwischen? In der transparenten Maske kommt von allen Seiten das Licht mit rein. Also ich sehe zwar nur vorne durch die Gläser, aber die Sonne, die von hinten kommt, geht auch noch mal durch die Maske durch. Das heißt, es kann zu Spiegelungen kommen.
ist ein bisschen Geschmackssache, ob man das mag oder nicht. Ich persönlich mag das zum Beispiel nicht und habe das Gefühl, dass es mich insgesamt beim Sehen stört. Es hat aber auch einen ganz klaren Vorteil, nämlich dass man so aus den Augenwinkeln um sich rum immer noch mal ein bisschen mehr wahrnimmt als das, was man direkt vor den Augen hat. Also man hat ganz gute Chancen, so Taucher, die ein bisschen hinter einem so halb im toten Winkel schwimmen, die auch noch aus dem Augenwinkel mit im Blick zu haben. Und das verbaut man sich natürlich, wenn man da ein undurchsichtiges Silikon hat, egal ob schwarz oder eine andere lustige Farbe. Die anderen lustigen Farben irritieren mich persönlich auch eher. Das muss man mal ausprobieren, ob man das von innen schön findet. Ich finde die von außen sehr nett. Ich mag das, wenn Leute bunte Masken anhaben, weil sie dadurch so gut zu erkennen sind. Aber zum aus der Maske rausgucken irritiert mich das manchmal, wenn da zu viel Farbe noch ist. Ja? Die schwarzen Masken haben auch noch einen anderen ganz klaren Vorteil neben der Spiegelung. Und das ist für Leute, die mehr tauchen. Sammelt sich in so Masken gerne früher oder später so ein bisschen Schmodder an. Also die Masken werden über die Jahre einfach nicht schöner. Das heißt, entweder man spült sie nach jedem einzelnen Tauchgang so richtig akribisch aus und trocknet sie und sorgt dafür, dass jetzt wirklich nichts weiter an sie drankommt, oder man hat früher oder später so ein bisschen braunes Zeug in der Maske drin. Und das ist in der transparenten Maske natürlich unendlich ekelhaft. So, in einer schwarzen Maske sieht das niemand. Das ist nicht so wild. So, und dann kommt die Frage, welche Form sollte sie denn haben? Und da kam eben schon das Stichwort ein Glas oder zwei Gläser. Es gibt wunderbare Masken, die eigentlich nur aus einem Glas geschnitten sind. Die einem auch ein relativ großes Gesichtsfeld machen und durchaus schick aussehen, die aber für eine Sache nicht mehr taugen, und zwar dann, wenn man Gläser mit Sichtstärke einkleben möchte. Die Masken, die aus zwei Gläsern bestehen, die kriegt man häufig in Varianten, die ein bisschen kleineres Innenvolumen haben und auch näher am Gesicht anliegen. Also dieses vermeintlich größere Gesichtsfeld, das man hat, wenn man nur ein Glas hat, das relativiert sich sehr stark, wenn man guckt, wie denn die Gläser aus zweigläsrigen Masken wirklich am Gesicht liegen. Apnoe-Masken zum Beispiel sind eigentlich immer zweigläsrig. Ich glaube immer. Macht kein Apnoe. Das habe ich mir da nicht hundertprozentig sicher, aber soweit ich weiß, ja. Weil das einfach näher ans Gesicht rankommt, ein kleineres, die Maske dadurch ein kleineres Volumen hat. Der Druckausgleich in der Maske leichter herzustellen ist und sie halt auch leichter auszublasen ist. Wenn sie zu klein wird, wird allerdings das Gesichtsfeld auch wieder ein bisschen kleiner. Also man bewegt sich so bei der Auswahl, welche Form und wie es denn genau aussehen soll, immer zwischen, wie kriege ich das möglichst beste Gesichtsfeld hin und wie kriege ich sie trotzdem so klein wie möglich. Und dazwischen muss man sich manchmal entscheiden, was einem eigentlich das Wichtigste ist und Kompromisse schließen. Da hilft oft auch nur einfach mal ein paar Masken durchprobieren und klären, welche für das eigene Gesicht und das eigene Wohlbefinden dann am besten ist. Also es gibt nicht die eine beste Maske, sondern es gibt die eine beste Maske für jedes Gesicht und jeden Taucher, jede Taucherin. Wenn ich jetzt nur und möchte eine Maske und möchte eine Maske aussuchen, die mir, von der ich hoffe, dass sie passt. Wie probiere ich die am sinnvollsten an? Ohne Maskenband. Also ich setze sie mir nicht auf, sondern ich halte sie so nur ans Gesicht. Ich atme dann durch die Nase ein und hoffe, dass die Maske hält. Wenn sie hält, ist es erstmal gut. Jetzt kommt aber noch dazu, dass ich ja unter Wasser nicht so gucke wie der hier auf dem Bild, den wir gerade in der Maske anprobieren, sondern ich habe da ja den Ricker im Mund. Das heißt, meine Lippe ist so vorne. Und das ändert was. Das ändert sogar eine ganze Menge. Das heißt, es ist durchaus sinnvoll, beim Maske anprobieren, einen Schnorchel in den Mund zu nehmen
oder ein Mundstück in den Mund zu nehmen oder halt zumindest einfach so machen im Mund, auch wenn das ein bisschen albern aussieht, weil man dann sehen kann, ob das Ganze denn auch noch klappt, wenn man den Regler im Mund hat. Wenn die Maske bei dem Versuch schon einfach abfällt, dann ist es völlig eindeutig, dass das nicht die richtige Maske ist. Also die kann man noch so schön finden, die kann man noch so toll finden, die kann der Verkäufer noch so sehr anpreisen. Wenn die noch nicht mal am Gesicht hält, hast du keine Chance, dass die dir unterm Wasser irgendeine Freude bereitet. Oder wenn man so spürt, wie doch immer wieder Luft mit reingezogen wird. Ja? Dazu kam gerade im Chat noch der kleine Hinweis mit, oh, Maskenband. Alle mit langen Haaren wissen eigentlich sehr genau, dass ein Neopren-Maskenband den Unterschied machen kann zwischen hart verknoteten Haaren, die sich mit dem Maskenband irgendwann am Ende am Tauchgang eine Einheit bilden und auch nie wieder da rausgehen. Und ein Maskenband, das einfach nur die Maske am Platz hält. Also wenn ihr schon viel Geld für eine eigene Maske ausgibt, dann kann ich nur wärmstens empfehlen, legt die paar Euro für ein Neoprenmaskenband auch noch drauf. Das macht das Leben nachhaltig schöner. Außerdem gibt es die in ziemlich hübsch. So, und jetzt gehen wir vom kleinsten zum größten Ausrüstungsteil und ich gebe zurück an Dominik. Ja, die Flasche oder die Flaschen, also je nachdem, wie viel man halt davon trägt, ne? Und so ein bisschen das Thema, was ist eigentlich schwerer, Alu- oder Stahlflasche? Und daran natürlich vielleicht auch angebunden, was ist jetzt sozusagen die Wahl, die ich treffen würde? Mit schwerer meinen wir ja normalerweise Masse, also was ist massereicher? Und da ist klar, bei gleichem Volumen, also wenn ich ein gleich großes Stück von beiden Materialien nehme, dann ist der Stahl klar schwerer, der ist viel dichter als das Aluminium. Aluminium nimmt man ja eben als relativ leichten Werkstoff, manchmal im Flugzeugbau zum Beispiel auch, ja. Jetzt kommt aber bei diesen Flaschen beim Tauchen eine Sache dazu, die das ziemlich verkompliziert erstmal, nämlich die Flaschen müssen ja einen bestimmten Druck aushalten, nämlich 200, 230 Bar üblicherweise. Und in Wahrheit natürlich mehr. Also die werden ja druckgeprüft regelmäßig bis 300 Bar. Und bei der Prüfung sozusagen des Musters an sich werden die sogar noch zu größeren Drücken geprüft. So. Und da steht dem Aluminium so ein bisschen im Weg, dass es zwar weniger dicht ist, aber auch weniger fest als der Stahl. Das heißt, für die gleichen Anforderungen oder ähnliche Anforderungen kann man Stahlflaschen mit sehr viel dünneren Wänden bauen, als man das mit Aluminiumflaschen tun kann. Und das hat in Summe dann zwei Konsequenzen. Das eine ist, man braucht tatsächlich mehr Masse an Aluminium, um sozusagen dieses unter Druck stehende Luftvolumen einzuschließen in der Flasche. Das heißt, eine Aluminiumflasche ist an Land schwerer als eine Stahlflasche. Ja? Weil man überproportional mehr Aluminiummaterial braucht, um diese Flasche hart genug, fest genug zu bauen. Und das wiederum führt dazu, dass Aluminiumflaschen im Wasser, also an Land schwerer sind, aber im Wasser tendenziell dann wieder mehr Auftrieb haben, weil klar, diese dickeren Wände, das Innenvolumen muss ja gleich sein, muss ja die gleiche Menge Luft rein, diese dickeren Wände verdrängen natürlich dann mehr Wasser. So eine Aluminiumflasche ist außen größer, hat ein größeres Gesamtvolumen als eine Stahlflasche bei gleichem Innenvolumen. Und das ist so ein bisschen, wenn man ehrlich ist, eine ungünstige Kombination für sehr viele Anwendungszwecke. Also man hat eine Flasche, die an Land schwerer zu tragen ist, das versucht man normalerweise zu vermeiden, und die sozusagen dieses größere Gewicht an Land noch nicht einmal vergoldet, damit, dass man dann weniger Blei benötigt. Im Gegenteil, man braucht eher mehr natürlich, weil die Flasche im Wasser dann auch noch mehr Auftrieb hat. Und hinzu kommen sogar noch die Aluminiumflaschen, die sind normalerweise in vollem Zustand leicht negativ, in leerem Zustand leicht positiv. Und das ist so ein bisschen so ein unangenehmer Übergang, wenn so die Flasche sozusagen auf dem Rücken so tänzelt an dieser Linie zwischen negativ und positiv. Normalerweise hat man ja eher vielleicht auf dem Rücken etwas liegen, was immer negativ ist, sodass man das halt schön sozusagen auf dem Rücken tragen kann beim Tauchgang. Also da für auf dem Rücken zu tragen, zumindest in unseren Breiten, würde ich mal sagen, wo es also nicht der Fall ist, dass man ohne Blei tauchen gehen kann, weil man sowieso quasi nackt taucht oder nur mit Badehose oder sowas. Da ist auf jeden Fall, würde ich sagen, für auf den Rücken eine Stahlflasche normalerweise sinnvoller. Anders kann das aussehen bei Stages. Warum? Eine Stage, die will ich üblicherweise nah an neutral haben, weil die trage ich ja
sozusagen links vor mir am Körper. Und da ist natürlich nicht so schön, wenn die ständig auf der einen Seite nach unten zieht. Also die versuche ich eher so in Richtung neutral hinzukriegen. Da ist dann tatsächlich Aluminium das Material der Wahl. Aber fürs Rückengerät, wenn man die Wahl hat, üblicherweise Stahl. Jetzt kann man sich fragen, warum gibt es an so vielen Stellen der Welt dann Aluflaschen so weit verbreitet? Ich denke, das hat mehrere Gründe. Das eine ist, eine Stahlflasche, wenn die genug aneckt, dann ist irgendwann der Lack ab und dann fängt diese Stahlflasche an zu korrodieren. Das macht die Flasche nicht gleich kaputt. Das führt auch nicht dazu, dass es die gleich zerlegt oder so. Die rosten nicht so schnell durch. Aber das sieht halt optisch einfach nicht so schön aus dann. Und das zweite ist ganz einfach aber auch die Verfügbarkeit. Das hängt ja oft an langen Lieferketten. Und an manchen Orten der Welt sozusagen ist halt, wie Andreas das gerade schreibt, Stahlflasche nicht so leicht zu haben wie Aluflasche. Und dann nehmen die Tauchshops halt natürlich die Aluflasche. Ist ja auch völlig okay. Aber wenn man die freie Auswahl hat, wie gesagt, das wäre sozusagen unter den Bedingungen, die wir hier haben, wäre das meine Wahl, dann die Stahlflasche. Sieht man, ist eine tolle Tabelle, gibt es bei decostop.ch zum Nachgucken. Da ist mal so ein bisschen aufgelistet, wie sieht das mit dem Auftrieb in Äquivalenten von Kilogramm aus für verschiedene Stahl- und Aluflaschen. Da sieht man also schön, das ist einmal so eine 10er Stahlflasche, ganz normal. Und dann ist hier oben sozusagen ist die lange lange M12, also die lange 12er Stahlflasche. Und unten ist halt die kurze 12er Stahlflasche dann noch. Und da sieht man also sehr schön sozusagen, wie das auf- und abtriebsmäßig sich verhält, einmal voll und einmal leer dann. Und sieht halt aber auch, da gibt es nennenswerte Unterschiede zwischen den einzelnen Flaschen und das deckt noch nicht mal alles ab. Selbst wenn man zwei lange Zwölfer nebeneinander stellt, die sind nicht gleich schwer. Also da muss man dann auch immer noch gucken, wie sich das genau verhält und was einem da dann am besten zu Pass kommt. Also ein bisschen so einen Eindruck kriegt man. Zu diesen kurzen Zwölfern muss man noch dazu sagen, für die allermeisten Menschen sind die von der Verteilung des Gewichts danach relativ ungünstig. Also ich kenne wenig große Leute, die gerne mit einer kurzen M12 tauchen. Das muss man wissen. Also wenn man jetzt blind sozusagen aussuchen sollte, würde ich immer die lange M12 erstmal nehmen. Ich kenne sehr wenig Leute, für die kurz besser funktioniert. So, und die Aluflaschen, das seht ihr hier unten dann, die sind natürlich dann tendenziell immer sozusagen positiv im leeren Zustand und im vollen Zustand nur leicht negativ. Ne? Und haben aber dann tatsächlich eine Masse, die ist oft nennenswert größer. Also das ist so eine AL80 hier, diese 11,1 Liter ist 80 Kubikfuß Flasche, 14,3 Kilogramm und guckt hier so sozusagen die lange M12, die ist tatsächlich dann 13 Kilogramm, also nennenswert leichter. Ne? Also das ist sozusagen dann so ein bisschen Kriterium zum Auswählen, wenn man die Wahl hat. Natürlich, wenn man irgendwo hinkommt und da gibt es eine Sorte Flaschen, dann taucht man mit der. Andreas sagt gerade, er bevorzugt die kurze 12. Ja, klar, wenn das für einen selbst wegen sozusagen Rückenthematik besser passt, will ich dagegen definitiv nichts sagen. Aber es ist einfach so die Erfahrung, die meisten Menschen trimmen sich lieber und besser mit einer langen 12 dann aus. Ja. Nochmal interessanter wird das dann übrigens, wenn man ein Doppelgerät zusammenstellen möchte. Weil da kommen dann natürlich sehr, sehr ordentliche Massen schnell zusammen, die bewegt werden wollen an Land auch. Ne? Also das darf man dann auch nicht ganz vergessen. Ja. Eins weiter, bitte. Ups. Das war zurück, Das hatten glaube wir ich. die doch. So. Ja, und damit gleich zu Vero weiter, oder? Wie sinnvoll ist das eigene Equipment? Kann man bei der Flasche auch diskutieren. Flasche ist übrigens irgendwie so tendenziell, das würde ich ziemlich zum Schluss kaufen. Irgendwann hat man dann doch eine Menge Flaschen, aber das ist halt was, was man üblicherweise wirklich auch leihen kann und was eine ganze Logistik hat, die muss man irgendwo lagern, die muss dann regelmäßig zum TÜV, die muss man füllen lassen und so. Aber eine Flasche, die voll ist im Keller, vermittelt schon auch so ein bisschen oder auf der Terrasse vermittelt schon auch so ein bisschen das Gefühl von Freiheit, tauchen gehen zu können, wann man will jetzt irgendwie. Das darf man auch nicht ganz vergessen. So, jetzt. Ich hatte meine erste eigene Flasche, hatte ich tatsächlich im Zusammenhang mit der ersten eigenen Tauchbasis, ne? Dann hatte ich halt auf einen Schlag 50 Flaschen, aber ich hatte so privat nie eine, weil völlig überflüssig, dort, wo ich die Flasche füllen kann, kann ich sie halt auch leihen. Das heißt, ich muss da eh hinlaufen oder ich muss eh dahin, wo ein Kompressor ist. Und dann nehme ich halt von da auch meine Flaschen mit. So. Hängt aber wirklich, glaube ich, sehr, sehr, sehr stark mit der Logistik zusammen. Ja, ich gehöre auch in den Club von denen, die die kurzen Zwölfer wirklich hassen und das, obwohl sie mir durchaus besser steht als die langen. Die sehen immer so ein bisschen komisch aus an mir, aber tauchen sich halt einfach wirklich viel besser.
Ja, sehr froh, dass Dominik das inzwischen auch so wahrgenommen hat. Ja, ich war lange auch so ein bisschen von den Kurzen gar nicht so unüberzeugt, aber Ja. gut, es gab halt in Kankaros auch relativ viele Kurze, muss man auch sagen, ne? Also, Ja, und ganz wenig lange. Und ja, das war ist dann ja halt oft auch eher so. sozusagen, ja, nimmt, ja. Aber ich hab genau deswegen inzwischen einfach lange ganz viele nachgekauft, weil ich die viel besser finde. Also so. Gut. Ja. Wie sinnvoll ist es jetzt, dass man sofort anfängt, sein eigenes Zeug zu kaufen? Ich bin da ein bisschen zwiespältig, weil eigentlich ist es schon so, dass wenn man sich Zeug kauft, dann ist es tendenziell so, dass man auch häufiger mal tauchen geht, weil es macht es einfach so unendlich viel leichter. Und wenn man jedes Mal, wenn man tauchen gehen will, auch erstmal noch den Kram ausleihen muss, dann führt das für viele Leute dazu, dass sie dann in Deutschland eben doch nicht unbedingt tauchen gehen. Ja? Das heißt, wenn man regelmäßig auch in Deutschland gerne tauchen möchte, dann geht das relativ schnell, dass man merkt, man braucht wirklich einfach die komplette eigene Ausrüstung, weil alles andere einen vor unüberwindbare Schwierigkeiten stellt und man dann irgendwann halt auch nicht regelmäßig mehr taucht. Ja? Anders ist die Sache aber, wenn es eh so ist, dass man vor allem im Urlaub taucht und wenn dann ganz ausnahmsweise im Sommer auch mal ein Wochenende in Deutschland. Weil wenn das so ist, stellt sich die große Frage, welche Teile vom Equipment sind denn überhaupt überall da einsetzbar, wo man tauchen will? Also gibt es die eine Anzugstärke, die ich jetzt überall mitnehmen kann? Wenn man irgendwie ab und zu in die Karibik fliegt und dann bei 29 Grad Wassertemperatur tauchen möchte, wo man sich nicht in 7 mm halbtrocken packen muss. Und dann möchte man aber auch mal in den Atlantik, wo 7 mm halbtrocken und Kopfhaube und Handschuhe aber schon im Winter eine ganz gute Idee sind, dann ist es vielleicht sinnvoller, an einigen der Urlaubsorte einfach die Sachen auszuleihen, die für diesen Ort angemessen sind. Obwohl ein eigener Anzug halt extrem klare Vorteile hat, wie es auch gerade im Chat schon kommt. Man weiß einfach, wer ihn schon anhatte und wer im Zweifel auch schon mal reingepullert hat. So. Was man sozusagen als Zwischenlösung machen kann, ist ein eigener Unterzieher. Also irgend so ein Rushguard, so ein, oder wenn es einem normalerweise eher kälter, zu kalt ist, ein Sharkskin zum Drunterziehen, irgendetwas, was man als erste eigene Schicht am Körper hat und wo man dann den Leihanzug einfach drüber machen kann. Damit hat man es ein bisschen wärmer als das, was Standard ist in der Gegend, in der man gerade taucht. Und das ist meistens ganz gut, weil die Leihausrüstung eher so am unteren Rand dessen gekauft wird, was halt notwendig ist in der Region. Und man hat halt diesen leichten Ekelfaktor weg. Also man weiß, das, was die eigene Haut berührt, ist auch das eigene Material. Je nachdem, wie empfindlich man da ist, kann das sinnvoll sein. Die nächste Frage, eigener Atemregler, ist eigentlich eine schöne Sache. Und man denkt, und das ist ja schon auch so, dass wenn man denn, also der Atemregler ist das wichtigste Teil. Das ist immerhin das, woraus unsere Luft kommt. Und das hat sowas von Vertrauen in die Ausrüstung, da etwas zu haben, was einem selbst gehört. Jetzt ist es aber so, dass das Vertrauen in die Ausrüstung gerade an dem Punkt gar nicht immer angemessen ist, weil wenn ich nicht ständig tauche und wenn ich aus einem Urlaub nach Hause komme und dann hänge ich meinen Atemregler in den Schrank und dann packe ich den ein Jahr später wieder aus und nehme ihn wieder mit zum Tauchen, dann kann das ziemlich gut passieren, dass irgendein Ohrring inzwischen spröde geworden ist, und dass ich jetzt den Regler mit in den Urlaub nehme und er eben doch nicht funktioniert. Alternativ kann ich ihn jedes Jahr dann für den einen Tauchurlaub, den ich mache, wieder zur Revision bringen. Die Revision kostet mehr als Regler ausleihen für 10 Tauchgänge. Und zwar egal, wie teuer dieser Regler ist, den man ausleiht. Das heißt, und auch nach der Revision ist halt ein kritischer Moment. Also nach der Revision und ohne nochmal Probe getaucht zu haben, ist ein Moment, in dem man
es häufig vorkommt, dass der Regler eben doch nicht so funktioniert, wie er soll. Also entweder hat sich, nachdem sich alles festgesetzt hat, der Mitteldruck noch mal ein ganz klein bisschen verstellt und man muss noch mal ein bisschen nachjustieren, oder irgendwie wurden die Schläuche doch anders wieder zurückgeschraubt, als sie mal gewesen sind oder als sie sein sollten. Also irgendwas ist irgendwie immer, wenn so Regler frisch aus der Revision kommen. Ja? Das heißt, wenn man nicht wirklich regelmäßig taucht, kann es sinnvoller sein zu sagen, man nimmt den Leihregler, der nämlich regelmäßig im Wasser ist und auch einfach regelmäßig gewartet wird. Dazu kommt noch eine kleine, kommt noch eine Kleinigkeit, nämlich die Kostenfrage. Wenn ich das mal durchrechne, was die Fluglinien inzwischen für Tauchgepäck nehmen, lassen einige Leute, die eigene Ausrüstung in Deutschland haben, weil sie damit tauchen, große Teile ihrer Ausrüstung zu Hause, reisen einfach nur mit dem Freigepäck und leihen den Rest halt hier, weil es sie deutlich günstiger kommt, als die eigene Ausrüstung mitzubringen. Das heißt, das, was sozusagen als Hauptargument stehen bleibt, dafür sich eigenes Zeug zuzulegen, ist der Komfort. Wenn man eigene Sachen hat und einfach weiß, wo was ist, sein Kram kennt, der Anzug passt auch wirklich, man muss sich jetzt nicht jedes Mal auf was Neues einstellen. Und das ist dann einfach die Frage, wie viel einem dieser Komfort wert ist, und wie wichtig der einem ist. Das ist sehr, sehr individuell unterschiedlich. Was ich auf jeden Fall für eine sehr kluge Idee halte, ist, eine eigene Maske und einen eigenen Computer zu haben, weil das passt halt auch mal eben nebenher mit ins Handgepäck. Das nächste, was ich gerne habe, ist ein Anzug und nehme den halt auch, das ist auch das Wichtigste, was ich mitnehme, wenn ich woanders hingehe. Einfach deshalb, weil ich keine so richtige Standardgröße habe und Anzug anprobieren und Anzug finden oft auch echt ein Problem ist. Und wenn ich jetzt aber noch einen habe, der mir passt, dann nehme ich den halt einfach mit. Ja, das ist, glaube ich, einfach, wenn man in einen üblichen M- oder L-Anzug passt, dann ist der ist in jeder Basis vorrätig. Da hat man keine allzu großen Probleme. Aber sobald man irgendwie anders geschnitten ist als das Durchschnittsmodell, das für die Anzüge-Model steht, dann halt vielleicht doch den eigenen. Und was ich für völlig nebensächlich halte, aber das ist auch Geschmackssache, das sind Jacket und Flossen. Und auch den Regler, das nehme ich üblicherweise gerne, wo immer ich gerade ankomme, weil ich da auch einfach mit allem tauchen kann und mir das ist mir zu egal. Ja, ist aber eine wirkliche Frage des eigenen Wohlbefindens und die Antwort darauf kann halt sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Das heißt, ja, ich möchte auf keinen Fall jemand davon abhalten, sich eigene Ausrüstung zuzulegen. Aber denkt einfach drüber nach, was ihr braucht und vor allem über die Reihenfolge, was eigentlich am sinnvollsten ist. Der Regler ist nicht das sinnvollste erste Ausrüstungsteil. Gut, ich würde sagen, damit freue ich mich drauf, dass wir noch für ein paar Fragen zur Verfügung stehen können. Wir haben noch ein paar mehr Kurse und ein paar mehr Webinare vor uns, die dann im September wieder weitergehen.